Hey, willkommen zur Logitech und die Sims Moodboard Contest Vorstellung. Ich bin Daniel von SimFancy und bei diesem Video handelt es sich um Werbung, da EA dieses Video unterstützt. Vielen lieben Dank und euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, die Sims 4 und Logitech, die haben sich zusammengetan, um unsere Community dazu zu inspirieren, Erfahrungen aus dem Spiel durch ein Moodboard auszudrücken. Das ist also ein Wettbewerb zum Selbstausdruck der Community. Um teilzunehmen, müsst ihr ein farbthematisches Moodboard erstellen. Doch alles der Reihe nach. Die Idee für das Color Moodboard wurde von Logitechs neuer Color Collection inspiriert, die in Verbindung mit The Sims 4 die Farben der Emotionen des Sims wiedergibt. Das ist neues, leuchtendes Wireless Gear, bestehend aus dem Headset, der Maus und der Tastatur. Diese hochwertige, kabellose Color Collection funktioniert zusammen mit den Emotionen des Sims im Spiel, The Sims 4, also alles leuchtet entsprechend der Emotionen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Einmal in den Spieloptionen aktiviert, leuchtet das Gear passend zur Emotion eures jeweils aktiven Sim. Ist der Sim also inspiriert, leuchtet alles blau, bei glücklich grün, romantisch pink und so weiter. Das füllt dann euren ganzen Schreibtisch in die Stimmung des Sims, was schon richtig nice ist, um da noch tiefer einzutauchen. Auch im Ladebalken, da gibt es eine besondere Beleuchtung. Wenn ihr das alles also haben wollt, die Maus, die Tastatur und gleich zwei Headsets in einem besonderen Sims-Design auch noch, müsst ihr bis zum 18. März ein Color-Moodboard mit Screenshots aus diesem Sphere erstellen, das zeigt, wie ihr euch durch eure Sims oder euer Spiel ausdrückt. Was ist eigentlich so ein Color-Moodboard? Ich habe auch mal zwei Moodboards erstellt, um euch das zu zeigen. Mein Sim Knabbernara Rucola, der ist schon ein krasser Sim mit lieblicher Seele, diesen Charakter zusammen mit dem passend gestalteten Zimmer vereinen nicht nur die Farben, dieses Moodboard bringt auch durch Details zum Ausdruck, wie dieser Sim innerlich eigentlich ist. Und ich habe noch ein zweites Color Moodboard gestaltet, zum Wedding Castle, eines meiner Bauwerke, das Kontraste setzt mit Grau, Türkis und Grün in Verbindung mit Rot, Rosa und Lila Tönen. Hier steht natürlich die Romantik im Fokus mit der farblich gleichen Kokett-Emotion in The Sims 4. Durch Details auf Screenshots in diesen Farben wird die Wirkung also so unterstützt. Macht ihr mit? Im Web gibt es übrigens Tools und Vorlagen, wie ihr solche Moodboards auch ohne Photoshop-Kenntnisse umsetzen könnt. Ab dem 18. März wird dann die Community über die Top-Moodboards abstimmen und ein Gewinner damit ermittelt. Alle Infos und Termine zum Mitmachen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Daumen hoch, vielen lieben Dank, euer Daniel.